Und denk daran, die Geschirre zu fetten, wenn du Zeit hast, okay? Klar. Ja, sonst noch irgendwas? Es war ganz lustig auf dem Kindergeburtstag vorgestern. Fand ich auch. Obwohl, der Kneipenbummel danach ohne die Kids hat mir schon besser gefallen. Mhm. War auch nicht schlecht. Bloß schade, dass der Abend so schnell zu Ende gegangen ist. Das können wir gern nachholen. Wann denn? Wie wär's mit heute Abend? Super. Dann können wir direkt nach Feierabend los. Hallo. Hi. Du bist noch hier? Mhm. Siehst du doch. Und? Wie läuft's in deinem neuen Job? Ist anstrengend. Aber du kennst mich ja. So leicht lasse ich mich nicht unterkriegen. Ich werde denen schon noch zeigen, was ich alles kann. Ja, die werden sich noch wundern. Ja, jetzt muss ich los, sonst komme ich zu spät. Okay. Tschüss. Tschüss. Na, ihr versteht euch ja richtig gut, ihr zwei, hm? Ja. Hat man ja eigentlich nicht so oft unter Geschwistern. Du scheinst zu vergessen, dass wir Zwillinge sind. Die verstehen sich meistens besser als normale Geschwister. Aber ihr seid doch gar nicht miteinander aufgewachsen. Da scheint die Gene herzlich wenig zu kümmern. Und dass du dich hier auf Friedenau so schnell eingelebt hast, das liegt wohl auch an den Genen, oder? Nein, nein, das liegt doch wohl mehr an Christoph. Da soll noch mal einer durchsteigen. Mit dem bist du doch gar nicht verwandt, oder? So warte, ich weiß nicht. Wie ist das denn jetzt eigentlich mit den ganzen Verwandtschaftsgeschichten? Wer gehört... Also wenn ich jetzt anfangen muss, alles zu erklären, dann kommst du halt garantiert nicht mehr dazu, die Geschirre zu fetten. Mhm. Na, Tanja? Schon eingelebt? Tolle Pferde, nette Leute. Es macht total Spaß. Das freut mich zu hören. Mittlerweile glaube ich fast, dass sie die Stelle renovieren lassen, nur weil ich hier angefangen habe. Ach, das ist wohl eher ein Zufall. Ich glaube an Zufälle. Wenn Jan nicht dabei gewesen wäre, als sie unsere Pferde gekauft haben, dann hätte ich diesen Job wahrscheinlich gar nicht bekommen. Ja, so kann man es auch sehen. Sie halten doch viel von ihm, oder? Ja, sehr viel. Entscheidet er eigentlich immer mit, wenn es um was Wichtiges geht? Na, zumindest frage ich ihn immer öfter um Rat. Er ist ganz schön clever. Er wird es mit Sicherheit sehr weit bringen. An mir soll es nicht liegen. Von mir bekommt er alle Unterstützung, die er braucht. Da unterstützen Sie bestimmt nicht den Falschen. Tanja, wollten Sie mich sprechen? Ich wollte Sie was fragen. Nur zu? Es betrifft Jan. Ist der immer so schüchtern? Wie bitte? Ich wollte wissen, ob Ihr Sohn immer so viel Angst vor Frauen hat. Jan und Angst vor Frauen? Das ist ja was ganz Neues. Naja, wir waren neulich zusammen weg und da war er irgendwie total komisch. Komisch, das kann sein. Hat er sicherlich von seinem Vater. Und, gibt es da irgendwas, was ich machen kann? Tanja, bei Männern muss man nur den wunden Punkt wissen. Und, wo ist der wunde Punkt bei Jan? Sie müssen ihm genau zeigen, was Sie von ihm wollen. Dieses Etwas macht ihn verlegen. Das macht alle Männer verlegen. Und dann? Dann sind Sie unendlich dankbar, wenn Sie wieder aufgebaut werden. Danke. Viel Glück. Noch was? Ich möchte wirklich versuchen, ganz offen zu ihm zu sein, aber ich fürchte, mir fehlt das geeignete Kleid dazu. Daran soll es nicht scheitern. Oder das? Das würde Ihnen doch sehr gut stehen. Und bitte verstehen Sie mich nicht falsch, Frau von Anstetten. Die Kleider sind wirklich toll, aber... Aber was? Ich weiß nicht, ob das Richtige ist für heute Abend. Die Kleider sind so elegant und außerdem, ich fürchte, sie passen mir gar nicht. Sie meinen, etwas Flippigeres wäre eher angebracht. Hm. Tja, schade. Aus dem Alter bin ich leider raus. Aber warten Sie mal. Da habe ich eine Idee. Was für eine Idee? Werfen Sie doch mal einen Blick in Julias Kleiderschrank. Was soll ich? Da finden Sie bestimmt das Passende für heute Abend. Aber das kann ich doch nicht einfach so machen. Um einen Mann zu gefallen, darf eine Frau alles. Und, gefall ich dir? Ja, du siehst ganz toll aus. Stimmt irgendwas nicht?
Kleid kommt mir so bekannt vor. Kein Wunder. Es gehört Julia. Frau von Anstetten hat mir erlaubt, es anzuziehen. Können wir los? Ja, klar. Es tut mir leid, ich bin ein bisschen... Wollen wir nicht erstmal hier was trinken? Meinetwegen können wir auch den ganzen Abend hier bleiben. Entschuldigung, ich bin wohl nicht so ganz bei der Sache. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Wenn dich das Kleid derart verwirrt, ich kann es ja auch ausziehen.